Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus Minas Ruhrpott und heute machen wir mal ein Review für ein Lego Creator Set, allerdings das C-Modell. Und zwar von der 31091, dem Truck für Space Shuttle. So sieht das Ganze aus, das Hauptmodell. Und wir machen heute dafür ein Review. Und zwar habe ich gedacht, bevor ich das B-Modell mache, baue ich mal C-Modell. Ich wollte mal gucken, wie das aussieht. Laut Anleitung fängt das C-Modell ab Seite 152 an. So, das wäre hier. Also ist das hier jetzt das C-Modell. Und hier ist das gute Stück. Und ich finde, es ist wirklich gut gelungen, auch wenn ein Großteil der Teile übrig geblieben sind. So sieht das Ganze von vorne aus. Dann geht es so zur Seite weiter. Dann der Wohnanhänger. So von hinten. Und diese Seite. Das Ganze hat eine Kupplung, das heißt, man kann ihn abmachen und hat dann hier einen wunderschönen Jeep, den ich, ja, der sieht aus so ein bisschen wie so ein Bronco, würde ich sagen. Oben drauf liegt irgendwas drauf, hinten Anhängerkupplung, Rückleuchten. Richtig schön gelungen. Stabil, Spielset und glückt. Der Wohnanhänger an sich sieht auch nicht schlecht aus, hat aber das Manko, dass das Rad irgendwie an der falschen Stelle sitzt. Weil, ich sag mal, es sollte eigentlich eher so mittig sein, hätte der den Vorteil, dass der dann eventuell auch in der Waagerechten stehen würde. Wir haben jetzt hier von der Seite ja, angedeutet so ein Fenster. Und eine Lüftung oder eventuell da ist ein Einstieg wie so eine Treppe oder Tür. Allerdings haben wir die auf der Seite genauso, was also ein bisschen unrealistisch ist. Und nach hinten raus, weil keine gelben Lampen oder zu wenig rote dabei sind, sind da jetzt weiße Scheinwerfer dran. Naja. Von vorne, die Anhängerkupplung ist gut gemacht. Ja, ich sag mal normalerweise, aber das geht nicht wegen dieser Aussparung. Hier müsste quasi das Rad hier eher so in der Position so ungefähr sein, dann wäre das passender. Geht aber leider nur hier. Die Rundungen sind so relativ schön gemacht, wie so ein halt deutsch-holländischer Camper. Ist eigentlich so gelungen, nur halt die Achsposition passt meines Erachtens überhaupt nicht. Wenn man den ankoppelt, was relativ leicht geht, gibt es ein gutes Gesamtbild. Und dadurch, dass die Achse zwar versetzt ist auf die linke Seite, aber beim Fahrzeug und beim Hänger geht's, man hat halt, ja, wie soll ich sagen, einen stärkeren linken Einwinkel als rechts, aber es ist ein C-Modell und dafür sieht es ganz gut aus, finde ich. So. Wir haben eine Länge von rund 16,5 cm. Wagen und Hänger sind ungefähr gleich breit bei 4,2 cm. Und der Hänger kommt so auf eine Höhe von 5, das Auto so auf 4,5. Wie gesagt, es ist das C-Modell, dafür geht es eigentlich wirklich. Halt schlecht konstruiert oder, ich sag mal, gefällt mir nicht von der Umsetzung, ist also die Position der Achse. Die Scheinwerfer als Rückleuchten. Ja, und es sind genug Teile über, man hätte vielleicht doch was machen können. Dass man eindeutet, auf einer Seite ist eine Tür, auf der anderen Seite ein Fenster, weiß ich nicht. Aber
Es ist zumindest ein C-Modell, was heutzutage ja bei Lego nicht unbedingt mehr üblich ist. Und dementsprechend sage ich einfach mal, ja, ist in Ordnung, aber es blieb ein Großteil der Teile über. Ich werde jetzt das auch wieder zerlegen und ein B-Modell bauen. Und das B-Modell ist halt ein Tragmann-Hubschrauber. Mal gucken, wie der sich ja, zeigt. Und ja, den stelle ich euch auch vor dann. Klar, logisch. Vielleicht habe ich noch einen Mock dafür und dann bitte halt auch noch zu sehen. Ja, gut, das war's. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem 10-Modell haltet, ob ihr das Set 31091 vielleicht auch schon mal hattet. Und ansonsten bestelle ich euch einen lieben Gruß aus dem Robot. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus. Grüße heute mal die Stadt Kassel.